Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zaftec Ages. Mein Adler guckt mich hier schon wieder an, als würde ich irgendwelche komischen Dinge machen. Aber ist alles okay, mein kleiner Freund. Denn heute wollen wir weitermachen, die ersten Gebäude schön zu bauen. Das heißt, ein bisschen was an Dekoration fehlt hier hinten bei Immersive Engineering auf jeden Fall. Hier soll ja später eh so eine Art Fabrik oder sowas entstehen. Und damit wir damit ein bisschen anfangen können, wollen wir heute eine Windmühle bauen, um dieses wunderbare Windrad hier zu verwenden und richtig zu verwenden. Wie schon gesagt, ich würde das gerne so ein bisschen hier drüber bauen, dass wir praktisch hier ein bisschen mehr Platz haben und hier ein bisschen übers Wasser gehen. Vielleicht machen wir sogar noch ein Wasserrad mit dazu. Müssen mal gucken. Wäre vielleicht ganz cool, aber mal schauen, ob wir das wirklich so machen oder nicht. Aber ich will jetzt am Anfang wieder gar nicht so lange reden, denn wir wollen Sachen bauen. Hier sind übrigens super viele Pferde, ist mir aufgefallen, ne? Nee, aber wir wollen Sachen bauen, deswegen schnippen wir uns wieder in die andere Perspektive und viel Spaß mit dem Zeitraffer. So, okay, ich glaube, wir sind fertig. So sieht das ganze Gebäude jetzt aus. Ich muss ganz ehrlich mit dazu sagen, ich switch gerade mal nochmal in die andere Perspektive, in diese hier, damit ich euch das alles richtig zeigen kann. Ich muss mit dazu sagen, die Windmühle sieht ein bisschen sehr klein aus. Also, dass die
Rotoren, sage ich jetzt mal, von der Windmühle oder die Flügel, keine Ahnung, wie man das genau nennt. Jedenfalls, dieses wunderbare Ding hier sieht schon sehr, sehr klein aus und sehr wickrig an dieser Windmühle. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht verändern, ob wir vielleicht wirklich hier vorne eine Windmühle dran bauen, die nicht funktioniert, sondern die nur ja aus Stylegründen da ist, und dann machen wir irgendwo anders vielleicht so Sachen hin, die Strom erzeugen. Oder vielleicht machen wir einfach ein bisschen was Abgefahrenes, mehr oder weniger, und bauen praktisch mehrere Windmühlen einfach komplett außenrum um das Ding hier und irgendwie weiter unten dran und so. Ja, müssen wir gucken. Da müssen wir schauen, ob uns da noch ein bisschen was anderes einfällt. Ansonsten, die Windmühle ist natürlich, was heißt natürlich, aber sie ist wieder nachgebaut von einem anderen Ding. Ich verlinke euch das mal wieder in der Videobeschreibung und blende euch hier auch nochmal kurz ein Bild davon ein. Da gibt es sogar ein YouTube-Video dazu, ein Tutorial, wie man das praktisch ja einfach nachbauen kann. Finde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die Windmühle cool findet. Aber ich muss halt, wie gesagt, mit dazu sagen, das sieht cooler aus, wenn man praktisch eine gebaute Windmühle hat und nicht eine, die sich da hinten wirklich dreht und nur fünf Blöcke breit ist. Okay, gehen wir ganz kurz das ganze Ding an. Wir haben ja halt unten so eine kleine Base, dann haben wir praktisch einen Turm oben drauf und oben haben wir die Windmühle mit dran. Und wenn wir reingehen, dann haben wir hier eine kleine Treppe. Hier unten ist natürlich einiges am Platz. Ich glaube, ich mache die Tür doch wieder andersrum hin, ne? Ich habe die eigentlich so gemacht, damit ein bisschen mehr Tiefe entsteht. Wurde mir auch mal in die Kommentare geschrieben, aber gefällt mir nicht ganz so gut. Ja, dann hier unten eben ein bisschen Platz, wo wir, was weiß ich, Kisten, Worktable oder sowas mit reinstellen können. Dann können wir hier hochgehen. Dann haben wir hier einmal zwei Ausgänge, wo wir ich nenne es mal Balkon gehen können. Hier habe ich jetzt tatsächlich mal andere Sachen benutzt, und zwar diese Rough Iron Bars. Die sind von, naja, wir sind noch hier drin, genau. Rough Iron Bars, die sind praktisch von Better With Mods und die werden ein bisschen anders hergestellt. Dafür bräuchte man den Soul Forged Steel Anvil. Aber wie schon gesagt, normalerweise, also ich werde keine Materialien, die wir hier zum Bauen verwenden, zu meinem Vorteil nutzen. Also ich werde, oh, hier finde ich noch einen Block. Ich werde zum Beispiel diese Rough Iron Bars jetzt nicht abbauen, wenn ich sie brauche. Oder ich werde auch nichts mit denen eben bauen, was mir irgendwie einen Vorteil verschaffen wird. Das ist wirklich rein Deko und nur für das Haus hier gedacht. Okay, ja, dann haben wir hier eben so einen etwas kleineren Raum, wo wir dann, ich weiß nicht, vielleicht auch noch ein oder zwei Maschinen reinstellen können. Da müssen wir noch gucken, ob wir Iron Bars oder normale Glasscheiben als Fenster machen. Und hier oben ist dann nochmal praktisch der letzte Raum, der noch ein bisschen höher ist. Hier würde der Strom ankommen. Da können wir dann irgendwie eben den Connector von hier nach hier oben leiten. Und dann können wir von hier oben Strom nach unten legen oder so. Und hier können wir eben auch noch überall ein bisschen raus und ein bisschen gucken, was es hier so Schönes gibt. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Also wenn man wirklich nur hier steht, dann ja, ist das eigentlich sogar mehr oder weniger richtig. Aber würde man das Ganze eben alles auf die Scale von dieser Windmühle ausrichten, oder das wäre schon sehr komisch, wäre, glaube ich, sehr, sehr klein. Deswegen, ja, machen wir das einfach mal nicht, sondern wir bauen einfach dieses große Ding. Müssen wir mal schauen. Vielleicht bauen wir später auch noch mal ein bisschen um. Aber ansonsten bin ich soweit schon mal zufrieden. Wir können mal noch gucken, wie das irgendwie von woanders aussieht. Ich meine, jetzt von unserem Haus oder so. Da ist das wahrscheinlich nochmal was komplett anderes, wenn wir die von hier überhaupt sehen können, die Windmühle. Na, man sieht zumindest den oberen Teil davon. Wie sieht es von hier oben aus? Ich meine, das soll ja auch nicht so ein super dominantes. Ja, okay, das sieht schon ein bisschen krasser aus. Erinnert mich jetzt tatsächlich an so ein bisschen, an so eine Art mittelalterliche Hafenstadt. Also könnte das so ein bisschen darstellen. Gerade auch von dem Baustil, wenn man jetzt hier nur die. Das sieht richtig schön aus, das Bild eigentlich gerade, ne? Wenn man das hier so hat mit dem Sonnenuntergang, gefällt mir. Nee, aber was ich eigentlich meinte ist, ja, könnte es wirklich so sein, dass hier vorne eben so eine Art Küste oder ein Fluss ist, was ja auch wirklich der Fall ist, und dass hier nebendran dann überall Felder sind. Also hier könnte jetzt alles voller Weizenfelder oder so sein. Könnte ich mir ziemlich cool vorstellen. Aber wie gesagt, für uns ist es erstmal eine Art Energiequelle, die noch nicht angeschlossen ist. Das müssen wir noch machen. Brauchen wir nochmal Konnektoren, die habe ich nämlich abgebaut. Ah, haben wir hier. Okay. Haben wir doch mit aufgenommen. Dann düsen wir da noch mal ganz kurz hoch und ich guck mal, ob wir das hier irgendwie. Habe ich Blöcke dabei? Nein, nicht wirklich viel. Dass wir das hier cool festgebaut bekommen. So, Momentus. Treated Wood. Nehmen wir aber ganz kurz Treated Wood. Natürlich ein bisschen teuer, aber naja. Ja, das hier ist eben Dark Oak Wood, kein Treated Wood. Und ich habe diese Claywände genommen von Rustic, die wir davor auch schon mal hatten. Ich finde die eigentlich ziemlich cool. Also ich finde die passen da sehr gut rein. So, dann hätten wir praktisch hier unseren Connector. Zack. Und das können wir dann, ich weiß nicht, wo auch immer eigentlich hinbauen, ne? Wir könnten jetzt für den Anfang irgendwie von hier oben sowas hier runter machen, dass wir praktisch den Connector da dran bauen. Und später machen wir da eben irgendwas mit Zäunen oder sowas in der Art. Und von hier können wir dann Strom wieder weiter runterleiten. Also
vielleicht irgendwo hier an der Seite, dass wir zum Beispiel die Tür hier wegmachen und dann nehmen wir das als Leitung für die Energie. Oder wir machen die gegenüberliegende Seite hiervon weg, dass wir praktisch hier runterkommen mit der, ne, mit der Energie. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir hier isolierte Kabel benutzen, weil enger Raum und unisolierte Kabel macht Aua. Deswegen, ja, aber kriegen wir, glaube ich, auch hin. Ne? Sollte jetzt nicht unbedingt so super schwer sein. Okay, dann haben wir das Haus zumindest schon mal abgeschlossen. Das ist sehr schön. Dann gehen wir nämlich nochmal ganz kurz in unser Haierbettchen. Und dann können wir schon mal direkt anfangen, solche Sachen wie die... Oh, die sieht ja lustig aus, wenn die hier hinfällt. Dann können wir schon anfangen, die Sachen hier nach drinnen zu verfrachten. Ich weiß nicht, ob wir hier unten... Ja, Crafting-Bereich. Ja, wo hier haben wir halt nicht wirklich Platz überall, ne? Ich glaube, da machen wir schon hier unten Crafting-Bereich. Dann machen wir zum Beispiel die Workbench hier hin. Unsere Kiste, die können wir einfach gleich mit dazu stellen. Ja, so cool, dieses Carry-On-Feature, mit dem man einfach Sachen mitnehmen kann. So, dann nehmen wir die hier praktisch hier mit. Blueprint legen wir einfach kurz wieder hier rein. Und die ganzen... Oh, Dynamo habe ich auch noch, den müssen wir wieder wegschmeißen. Den haben wir nämlich schon verbaut. Der steht da praktisch da oben schon. Ja, das wollen wir nicht haben. Denn wie gesagt, wir wollen uns hier keine Sachen zu unserem Vorteil holen. Okay, haben wir sonst so irgendwas, das hier rein muss? Ich glaube nicht. Die Blueprint. So, das war es aber tatsächlich dann auch schon. Normale Crafting Bench oder Workbench können wir auch noch aufstellen. Und die Maschinen lassen wir, glaube ich, weg. Also für die Maschinen will ich eine Art Fabrik bauen. Das heißt, sowas wie ich in All the Mods hatte, so in dem Style ungefähr, eben so eine altertümliche, oder nicht altertümliche, also eine Industriezeitalter-Fabrik aus Bricks. Das soll so ungefähr der Sinn dahinter sein. Eigentlich könnte man den Baum ja auch mal wegmachen, ne? Das ist so viel, das war ich zu faul, ganz abzubauen. Oh, passiert manchmal. Und eigentlich finde ich die Idee eigentlich auch ganz cool, die ich gerade angesprochen hatte, dass wir praktisch, wie nennt es sich, so Felder hier außen rum bauen. Natürlich nicht alles komplett voll, aber vielleicht ans Wasser oder so, zumindest so ein paar, damit man eben ein bisschen mehr einen Sinn von der Mühle hat. Denn ja, nur eine Mühle, um Strom zu erzeugen, war früher, glaube ich, nicht unbedingt so die beste Variante. Ich meine, gut, andererseits ist das jetzt auch eine mittelalterliche Windmühle und wir sind hier schon im Industriezeitalter, also macht nicht unbedingt so viel Sinn, aber es sieht ja schön aus, keine Ahnung. Und wir können ja auch irgendwas Altes wiederverwenden. Müssen wir mal gucken. Ihr seid auch natürlich wie immer, ne? Darf man nicht vergessen zu sagen, ihr könnt mir gerne Tipps in den Kommentaren da lassen, was das Bauen angeht, wie man zum Beispiel diese Windmühle noch verbessern kann, denn ich weiß, es gibt sehr, sehr viele von euch, die um einiges schöner bauen können und auch alleine bauen und nicht nur Sachen abbauen, die sie irgendwo im Internet gefunden haben. Deswegen, wenn ihr da Tipps habt, wie man das vielleicht cool bauen könnte oder vielleicht auch eine Windmühle, die mehr ins Industriezeitalter passt, gerne in die Kommentare damit. Das wäre, glaube ich, sehr schön. Ich wollte jetzt eigentlich noch Felder anlegen, aber ich weiß nicht, ob wir das heute noch richtig hinbekommen. Weil das Problem ist halt, wo würden wir das hinmachen? Wir können vielleicht das Wasserrad noch mit dazu bauen. Das wäre vielleicht wirklich eine coole Idee, ne? Weil ich wollte ja ursprünglich auch nochmal praktisch ein Wasserrad unten haben, das wir so benutzen können. Sollen wir das einfach mal ganz kurz angehen? Wir haben hier noch, hier haben wir Creosote Oil, ne? Haben wir jetzt hier nicht unbedingt mit drin. Okay, das ist halt ein kleiner Nachteil, dass wir das jetzt praktisch so machen müssen. Statt wieder vor praktisch, zack, zack, wieder vor einfach hier drüben rausnehmen konnten. So, und ich weiß auch nicht, wie viel wir noch haben. Ein bisschen was scheinbar noch. Das reicht noch für ein paar mehr Treated Wood Planks. Noch mehr? Wow, okay. Jetzt gehen wir aber komplett starr. Aber mehr Holz haben wir eh nicht mehr. Das heißt, ich sollte das vielleicht auch richtig hinlegen. So, damit sind wir praktisch final. Oh, ich habe vergessen, Stahl reinzuwerfen. Ich habe extra was gemacht in der Schmiede, aber das haben wir scheinbar vergessen. So, dann wollen wir das hier. Und dann können wir uns daraus direkt mal ein paar hiervon machen. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen 4x4 sind 16. Einen haben wir, also reicht das nicht. Aber 16, so. Und dann haben wir, hups, diese Teil hier mit am Start. Und dann haben wir 4 Stück davon. Und jetzt wollen wir eben nur noch einen Stahl. Und theoretisch auch nochmal einen Dynamo, den wir benutzen können. Natürlich wäre es am coolsten, wenn wir direkt... Ich bin gerade überlegen, ob wir irgendwo cool einen Wasserfall hinbauen könnten. Oder eben irgendwas, wo die... wo das Wasserrad cool aussehen würde. Weil ich will das jetzt nicht unbedingt auf die effizienteste Art und Weise bauen. Gibt ja beim Wasserrad so eine effiziente Art, wo man praktisch einfach überall, oder nicht überall, aber ich glaube 5 Wasserquellen oder sowas um das Wasserrad setzt. Sieht halt nicht unbedingt schön aus, aber ist sehr effektiv. Also bringt sehr viel Energie. Aber wird mir in dem Projekt jetzt nicht unbedingt so gut gefallen, muss ich mit dazu sagen. Jetzt werfen wir nicht mal ganz kurz hier rein.
Und dann können wir das mal ganz kurz anschauen. Also könnten theoretisch hier unten am Flusslauf so eine Art Wasser abmachen. Wie wäre das hier drüben? Dann würde ich einfach ein paar Quellen entfernen. Gehen wir ganz kurz hier rüber. Haben wir ja bei diesem Wasserrad hier gemacht. Mal, lass mich doch jetzt hier hoch. Genau, hier habe ich praktisch so zwei, drei Quellen entfernt, damit das Wasserrad hier anfängt sich zu drehen. Aber das ist für das Immersive-Rad halt unglaublich ineffizient. Ineffizient? Und wir würden damit praktisch so gut wie gar keine Energie erzeugen. Deswegen könnten wir es vielleicht so machen, dass wir... Oh, ich habe vielleicht eine Idee, was wir wirklich bauen könnten. Ich habe auf Reddit so einen Wassertower gesehen, der hat mir richtig gut gefallen. Da hat praktisch jemand einen großen Tower gebaut, also einen großen Turm, der Wasser nach oben gepumpt hat. Und dann gingen von dem aus praktisch so Aquädukte oder eben Leitungen, die das Wasser nach unten geleitet haben. Sowas könnte man in der Art bauen. Oder die andere Option, die ich halt sonst noch im Kopf hätte, wäre praktisch hier unten drunter einfach einen Wasserverlauf machen. Das heißt, wir setzen hier einfach so drei Quellen, können wir mittlerweile, und lassen das Wasser dann praktisch unter der Mühle hier rauslaufen, in den Fluss rein. Das heißt, dass wir hier so einen künstlichen Wasserfall machen und die Wasserräder sind unter der Mühle praktisch hier eingebaut und drehen sich dann, wenn wir von hier gucken, würden sich die Wasserräder in diese Richtung drehen. Das wäre so die andere Option, die wir hätten. Sagen wir jetzt, ja, wir haben lang genug gebabbelt, damit wir uns das Ding hier bauen können. Dann können wir das nämlich nochmal fertig machen. Zick. Und dann haben wir sogar das Water Wheel. Sehr schön. Ja, nice. Okay. Also es geht tatsächlich immer noch weiter voran mit Technik. Und das, obwohl wir jetzt noch ein bisschen was gebaut haben. Also Wasserrad wäre dann praktisch hier drunter direkt. Müssen wir mal gucken. Also wenn ihr da Ideen zu habt, wo man das Wasserrad vielleicht noch hinsetzen könnte, gerne in die Kommentare damit. Und ansonsten würde ich sagen, das war's heute von der heutigen Folge SafeTech Ages. Wenn sie gefallen hat, dann lasst super gerne auch eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.